Satte Farben, besondere Formen und blaue Flecken, die länger bleiben als erwartet. 9 von 10 Betroffenen wissen nichts von ihrer Erkrankung. Willkommen zu unserer Ausstellung. Das von Willebrand-Syndrom in a nutshell. Wenn ein leichter Stoß den Oberschenkel in ein impressionistisches Gemälde verwandelt, wenn ein kleiner Schnitt immer weiter blutet, wenn Schnupfen oder trockene Luft ständig zu Nasenbluten führen, wenn Menstruationen ungewöhnlich stark oder lang ausfallen, sollten wir über das von Willebrand-Syndrom, kurz VWS, reden. Das von Willebrand-Syndrom zählt zu den weltweit häufigsten angeborenen Blutgerinnungsstörungen mit Blutungsneigung. Charakteristisch für die Erkrankung? Eine verminderte Blutstillung und Wundheilung der Betroffenen. Und obwohl das VWS allein in Deutschland etwa 800.000 Menschen betreffen kann, ist die Erkrankung wenig bekannt. Selbst mit typischen VWS-Symptomen gehen die meisten Menschen gar nicht erst zum Arzt. Insbesondere bei leichtesten und damit häufigsten Ausprägungen der Erkrankung reden sich viele die Warnsignale klein. Lasst uns also einen Blick auf Hinweise werfen, die auf das von Willebrand-Syndrom deuten könnten. Die Symptome. Es gibt ein paar Anzeichen, auf die du im Alltag achten kannst. Sie könnten dir verraten, ob du oder jemand in deinem Umfeld vom VWS betroffen ist. Zu den typischen Symptomen gehören häufiges Zahnfleisch oder Nasenbluten, auch bei kleineren Ursachen wie trockene Luft, Schnupfen oder Schnäuzen. Eine schlechte Wundheilung. Die erkennst du zum Beispiel daran, dass Schnitt- oder Schürfwunden mehr als 5 Minuten weiter bluten. Eine ausgeprägte Neigung zu blauen Flecken, selbst bei kleineren Stößen. Lange Nachblutungen nach Operationen, Zahnbehandlungen oder einer Geburt. Oder eine besonders starke und oder lange Periode. Da gerade Letzteres nicht so leicht einzuschätzen ist, können Apps wie MyFlowScore helfen. Sie verraten euch, ob ihr mit der Dauer und Intensität eurer Periode im Normalbereich liegt. To-dos bei Verdacht. Erkennt ihr euch oder jemanden aus eurem Familien- oder Bekanntenkreis in einem oder mehreren Symptomen wieder? Dann wird es Zeit für ärztlichen Rat. Der Verdacht auf VWS muss unbedingt mit ÄrztInnen, bestenfalls den spezialisierten HämostasiologInnen, abgeklärt werden. Bei einem regulären Blutbild, das ihr beispielsweise bei HausärztInnen bekommt, wird eventuell nicht sichtbar, ob jemand betroffen ist. SpezialistInnen erheben hingegen die entscheidenden Werte, wissen, worauf zu achten ist und wie es im Anschluss weitergeht. Übrigens, mit dem Link aus der Infobox könnt ihr SpezialistInnen in eurer Nähe finden. Trotz einiger Herausforderungen kann man mit dem von Willebrand-Syndrom gut leben. Eine frühzeitige Diagnose ist jedoch immens wichtig. Bleibt eine Gerinnungsstörung unentdeckt, kann es im Ernstfall bei Unfällen, Operationen oder auch bei der Geburt zu schweren Komplikationen kommen. Aber was genau passiert beim von Willebrand-Syndrom und wie wirkt es sich auf Betroffene aus? Von Willebrand-Syndrom, was dahinter steckt. Bei gesunden Menschen funktioniert die Blutstillung beispielsweise nach einem Schnitt problemlos. Dabei übernimmt ein Superklebereiweiß, der sogenannte von Willebrand-Faktor, eine besondere Rolle. Er sorgt dafür, dass die Blutplättchen an verletzten Gefäßwänden anhaften und Wunden sich verschließen können. Menschen mit dem von Willebrand-Syndrom haben weniger oder veränderte Varianten dieses Faktors im Blut. Ihre Fähigkeit zur Blutgerinnung und Wundheilung ist somit eingeschränkt. Je nach Menge und Struktur des Faktors wird in 3 Arten von VWS unterschieden. Welche das sind und wie sie therapiert werden, verraten wir euch bald in einem anderen Video. Das von Willebrand-Syndrom ist heute leider noch nicht heil, aber gut therapierbar. Es ist wichtig, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Dann können geeignete Behandlungen eingeleitet werden und das Leben kann bleiben, was es nun mal ist. Das schönste Stück Kunst, das es gibt. Vergesst nicht, den Abo-Button zu klicken. Und bis zum nächsten Mal bei Red Stories.